So, und dann geht's auch schon los. Wie haben wir den Roboter denn jetzt letztendlich zusammengebaut und uns um die gesamte Elektronik und die Komponenten und den Mikrocontroller nachgut gekümmert? Ja, erstmal haben wir damit angefangen, uns zu überlegen, was für Bauteile wir eigentlich brauchen. Dafür haben wir uns in diverse Dokumentationen eingelesen, um die passenden und auch kompatiblen Bauteile zu finden und dann auch zu bestellen. Ja, der Anfang war relativ schwer. Wir mussten uns zunächst einmal in den 3D-Druck einarbeiten, wo es verschiedene Materialien gibt, um verschiedene Funktionen der 3D-Drucker. Da haben wir uns eine kleine Einweisung eingeholt, wie wir dann die 3D-Drucker bedienen, das Filament einführen und kleine Tricks, wie man dann die Teile auch letztendlich, ohne sie zu beschädigen, vom Drucker wieder lösen kann. Und dann haben wir auch schon mit den ersten Testläufen angefangen. Und zwar die Bodenplatte. Dabei ist uns dann aufgefallen, dass die Bodenplatte leider zu groß ist für die Altimaker S5-Drucker, auf dem wir drucken. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, sie in vier Teile aufzuteilen und einzeln zu drucken. Das hat aber leider zu einer erhöhten Ungenauigkeit geführt, was man auch gut oben in der Mitte im Bild sehen kann. Da erkennt man einen großen Spalt zwischen den Teilen, was auch in einer erhöhten Instabilität resultiert hat. Ja, um das auszugleichen, haben wir eine Verbindungsplatte geplant. Diese haben wir dann über einen Lasercutter ausgeschnitten. Nach zwei Durchläufen mit dem Laser war diese Platte dann quasi auch ausgeschnitten und wir konnten zur Stabilisierung die einzelnen Grundplattenelemente dann quasi an diese Platte verschrauben. Das nächste Problem, was uns dann aufgefallen ist, ist, dass die beiden Motoren nebeneinander zu lang sind für die Bodenplatte und wir somit nicht mehr an die Anschlüsse für den Strom und für den Encoder gekommen sind. Um das zu lösen, haben wir noch einmal zum Lasercutter gegriffen und kleine Holzadapter ausgeschnitten, die man links und rechts sieht. Auf diese haben wir dann wollten wir die Motoren befestigen. Allerdings sind diese viel zu filigran und zu klein gewesen, sodass diese abgebrochen sind und wir mussten uns da was anderes überlegen. Also haben wir uns entschieden, eine neue Grundplatte zu designen. Und hierfür sind wir auch direkt von der bisherigen Software, die wir verwendet haben, Tinkercad, zu Autodesk Fusion gewechselt, weil diese Software deutlich umfangreicher ist und auch mehr Möglichkeiten fürs Design bietet. Wie zum Beispiel konnte Tinkercad keine Rundung wirklich herstellen. Das waren mehrere Geraden, die aneinander gehangen wurden. Und mit Fusion ist dies kein Problem. Ja, jetzt mussten wir uns noch überlegen, wie wir die Grundplatte, aus welchem Material wir diese fertigen. Und wir haben uns dazu entschieden, diese aus beschichtetem Holz zu fertigen, da dieses einfach eine viel höhere Stabilität bietet. Und haben diese dann ausgefräst. Hier rechts sehen wir die entsprechende Fräse, womit wir das gemacht haben. Noch ganz interessant zu erwähnen, Bohrungen, die wir in der Platte vorgesehen haben, wurden auch automatisch durch einen automatischen Bohrkopfwechsel von dieser Fräse sofort in die Holzplatte hineingebohrt. Anschließend haben wir uns dann gemacht, um uns um die Achsen zu kümmern. Diese haben wir selber designt und uns in der Halle 1 von einem Mitarbeiter drehen lassen an einer Drehmaschine aus Aluminium. Zusätzlich haben wir in diesen Achsen noch Bohrungen vorgenommen, um die Achse mit der Motorwelle verbinden zu können. Jetzt mussten wir noch die Motoren irgendwie an das Gehäuse befestigen. Dazu hatten wir erstmal mit einer Schablone versucht, durch die Radkappen zu bohren, um dann dahinter die Motoren mit Schrauben zu befestigen. Allerdings war dafür einfach kein Platz, da das Kugellager so groß war und der gesamte Motor einfach nicht stabil genug an diesem Plastik saß. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, eine neue Motorhalterung zu designen, bei der die Motoren nicht mehr an den Radkappen hängen, sondern an dieser Motorhalterung, die an der Bodenplatte befestigt wird. Diese Motorhalterung haben wir aus dem Material PETG hergestellt, was deutlich nachgiebiger ist im Gegensatz zu dem Material PLA, was wir für unsere anderen Drücke verwendet haben und somit stabiler für unseren Anwendungszweck ist. Zusätzlich haben wir noch Bohrungen vorgenommen, um den Motor mit der Halterung verschrauben zu können. Ja, jetzt noch die Frage, wie wir die Räder befestigen. Hierzu haben wir erst einmal eine Schraube genommen und diese Räder an die angefeilte Achse quasi angeklemmt. Das hat allerdings nicht gehalten. Die Achsen sind durchgerutscht und so mussten wir nochmal alles auseinanderbauen und in die Achsen Löcher reinbohren und reindrehen, um dann das Rad fest mit der Achse zu verschrauben. Um möglichst für Spannungsspitzen, die von den Motoren kommen können, zu
vermeiden und unsere Elektronik so zu schützen, haben wir uns dazu entschieden, ein Protection Board zusammenzulöten. Das haben wir anhand einer Vorlage designt und diese ein bisschen hochskaliert, damit wir 3 statt nur 2 Motoren anschließen können. Ja, jetzt fehlt noch die Elektronik dahinter. Da haben wir diese entsprechenden Motortreiber verwendet. Hier ein Pinout davon. Auf der linken Seite haben wir quasi die Anschlüsse vom Mikrocontroller. Auf der rechten Seite dann die Anschlüsse hin zu den Motoren, also die 24 Volt Seite. Und wir müssen letztendlich jetzt nur noch von dem Mikrocontroller ein PWM-Signal für jeweils Rad vorwärts, Rad rückwärts generieren. Und das wird dann vom Motorcontroller auf das entsprechende Rad umgesetzt. Ab diesem Punkt waren wir bereit für unseren ersten Funktionalitätstest. Dafür mussten wir noch eine provisorische Fernbedienung herstellen, mit der wir den Lawnmower fernsteuern konnten. Dafür haben wir einfach auf einem Breadboard ein Arduino mit einem HC12-Funkchip und ein paar Knöpfen zusammengesteckt. Und unsere erste Testfahrt lief sehr erfolgreich. Jetzt mussten wir uns um die ROS-Integration kümmern, denn wir wollten ja letztendlich eine Joystick-Steuerung via ROS hinbekommen. Und dafür haben wir den Arduino via USB mit dem Jetson Board verbunden und die ROS Serial Library auf dem Arduino installiert. Und so dann letztendlich Motorticks zum Jetson Board hinzusenden und Steuersignale zu empfangen. Mittlerweile ist eine große Kabelmasse angefallen und um diese zu reduzieren und für eine bessere Übersicht zu sorgen, haben wir uns entschieden, eine Verbindungsplatine zusammenzulöten, in der wir alle Sensoren und Treiber sowie auch den Mikrocontroller einfach zusammenstecken zu können. Ja, die ersten Probleme sind dann wegen den ganzen Sensoren entstanden und zwar hatten wir intern viel zu wenig Speicher, um die ganzen Libraries auf den Arduino zu bringen. Dazu hatten wir zu wenig Interrupt-Pins und wir hatten Kompatibilitätsprobleme mit der Library hin zum Jetson-Board. Damit auch die ganzen Einzelteile in den Lawnmower nicht herumfliegen und dadurch eventuell Kurzschlüsse verursachen könnten, haben wir uns dazu entschieden, eine Box zu designen, in der wir alle Teile verstauen können. Um dann das Problem mit dem Speicher zu lösen, haben wir den Wechsel gewagt auf ein ESP8266. Vorher im Gespräch war noch ein zweiter Arduino, allerdings war das dann einfach auch irgendwann zu wenig Speicher. Und deswegen haben wir diesen Mikrocontroller nun genommen, der genug Interrupt-Pins hat und vor allem hat er WLAN, was dann dazu führte, dass wir die Verbindung statt via USB hin zum Jetson-Board, Wi-Fi realisieren konnten. Diese war wesentlich stabiler und hat dann im Falle eines Abbruches auch die Verbindung sofort wieder aufgenommen, automatisch. Nun hatten wir allerdings noch ein anderes Problem, das ist aufgrund des ESP8266. Und zwar ist allein schon die gesamte linke Seite an Pins reserviert für interne Flash-Vorgänge und die rechte Seite an Pins kann man bedingt nur nutzen. Einige Pins sind doppelt belegt, beispielsweise während des Bootvorgangs. So hatten wir dann doch wieder einen Mangel an nutzbaren Pins letztendlich, die wir für unsere Sensoren benutzen können. Um die Position unseres Roboters besser bestimmen zu können, greifen wir auf diverse Sensoren zurück. Dafür haben wir in unserem Roboter ein IMU, in dem ein Gyroskop, ein Kompass sowie ein Beschleunigungssensor ist, sowie ein GPS und ein Drehzahl-Encoder integriert. Ja, um dieses PIN-Problem mit den ganzen genannten Sensoren nun endlich zu lösen, haben wir uns dazu entschlossen, auf einen ESP32 zu wechseln. Dieser hat neben genügend Pins auch einen viel höheren Takt. Nachdem wir die Funktionalität überprüft hatten und alles angeschlossen haben, haben wir unsere zentrale Sensorplatine dementsprechend angepasst, dass auch nun der ESP32 darauf gesteckt werden konnte. Dafür waren einige Modifikationen notwendig. Aber letztendlich sieht das gesamte Schaltbild dann dementsprechend aus, dass wir oben die Spannungsversorgung durch die Batterien haben. Die Spannungen werden durch verschiedene Spannungswandler gewandelt, um beispielsweise das Jetson-Board mit 12 Volt zu versorgen und die Motoren mit 24 Volt. Und den ESP32-Chipsatz dann eben mit den entsprechenden 5 Volt. Außerdem sehen wir dann die einzelnen Verbindungen hin zu den Sensoren und
von den Motortreibern hin zu den Motoren. Damit sich der Lawnmower nun in Bewegung setzt, empfangen wir auf unserem ESP die Steuerinformationen und wandeln diese in ein PWM-Signal um. Dafür greifen wir auch auf den Differential Drive Code zurück. Der ist für Fahrzeuge gedacht, die zwei unabhängig ansteuerbare Motoren haben und über keinerlei Lenkung verfügen. Und die aktuellen Quellen für diese Steuerinformationen sind bei uns der Joy-Node für die manuelle Steuerung sowie der Navigation Stack und unsere App. Ja, um die vorher versandten Ticks nun auch umzurechnen und zu verarbeiten, haben wir einen kleinen Algorithmus noch auf dem Jetson-Board laufen, der Radumfang nimmt, den Radabstand und die Ticks pro Umdrehung und daraus die Roboterposition via Odometrie ermittelt. Als nächstes haben wir uns dann gemacht, den Navigation Stack einzurichten. Hierfür haben wir ihn auf unsere Robotergeometrie sowie zum Beispiel die Geschwindigkeit angepasst, damit er auf unseren Roboter zugeschnitten ist. Außerdem haben wir noch diverse Parameter der Umgebung angepasst, wie zum Beispiel die Obstacle Range oder den Inflation Radius, um die Hindernisvermeidung zu verbessern. Hierfür greifen wir außerdem noch auf einen LiDAR zurück. Ja, um das LiDAR und Kameras und generell den Roboter nun für außen fahrbereit zu machen, brauchen wir jetzt noch das Außengehäuse. Hier sehen wir das selbstdesignte, die selbstdesignte Haube, die wir selbst designen mussten, weil wir die Grundplatte ja ursprünglich nun angepasst hatten und die Größe verändert haben. Das war allerdings mit Fusion kein Problem. Diese Haube haben wir jetzt unterteilt in mehrere Segmente, weil wir die Haube gesamt nicht auf einem 3D-Drucker drucken konnten. Dafür war sie viel zu groß. Ja, nach dem Drucken der einzelnen Segmente haben wir diese dann zusammengeklebt und fertig war dann quasi das Außengehäuse unseres Roboters und wir konnten außen fahren. Zum endgültigen Befestigen der einzelnen Elemente im Lawnmower haben wir uns dazu entschieden, diverse Halterungen zu designen, damit alles im Lawnmower seinen Platz hat, wie zum Beispiel für die Kamera, den Router, das Jetsonboard sowie das LiDAR. Ja, um zum Schluss auch irgendwie eine Dokumentation auf die Beine zu stellen, haben wir eine Aufbauanleitung sowohl in schriftlicher Form als auch als Video aufgenommen. Wir haben sämtliche Fusion 3D-Files hochgeladen und unsere Code-Dokumentation auf GitHub gepusht. Für die Zukunft haben wir uns vorgenommen, noch einen PID-Regler zu integrieren, der das PWM-Signal verbessert, sowie holonome Vorderräder zu designen, um unsere Odometrie zu verbessern, weil es aktuell öfter mal vorkommt, dass unsere Vorderräder hängen bleiben. Zusätzlich noch eine Dämpfung für die Kameras einzubauen, um das Bild zu verbessern. Eventuell noch eine Laderegelung für die Akkus zu integrieren und sowie das Gehäuse generell zu überarbeiten. Ja, kurz nochmal auf die Zeit zu sprechen zu kommen. Links, das, was wir in den Code sowohl in die einzelnen Nodes gesteckt haben, als auch in den Mikrocontroller-Code. Und rechts unten haben wir, was wir in die Roboter-Hardware und in den Druck fließen lassen. Und oben links nochmal, was wir in die Organisation des ganz Projekts gesteckt haben an Zeit.